zum Glück neu. War so ein kleiner. Also, man hat nie, nie zu viel Werkzeug. Nie. Zu einem neuen Vlog, ne? War noch gar nicht. Ich dachte mir, wir bauen einen Spannungsbogen. Spannungsbogen wird mal gut. Wir fahren hier gerade langweilig, geradeaus, geradeaus, geradeaus. Fahren den Tieflader mal ein bisschen spazieren. Kann man ja mal machen. Dann gucken wir mal, wo wir enden. Hier sind natürlich alle dabei, ne? Frau, und da habt ihr ja schon gesehen, Geiser. Und jetzt guck mal hier. Hier, wo ich sitze, da sieht das so aus. Und da, wo die sitzen, da kannst du nicht aus der Scheibe gucken. Die hecheln, weil die das so geil finden, die ganze Zeit die Scheibe an. Jetzt wird es wieder spannend.
zurück. Ja, du tendierst. Ja, so, ja. Gerade. Wieder ein Stück. Wenn du jetzt gerade fährst, ist gut. Ja, ich weiß, aber ich habe keinen Gang raus. Ach so. Er tendiert immer nach links, also für dich nach rechts zu fahren. Ja. Deswegen machen wir Minibagger, da sind die Sachen nicht so schwer. Die gute Zange, die geht noch. Vier. Klappe zu. Klappe zu. Splinter vor. Und. Was möchtest du denn? Was möchtest du denn? Langweilig? Du kannst mal die Ketten mit festmachen. Kannst Herrchen helfen. So, Abfahrt. Du drückst nicht ordentlich. Doch, ich drück ordentlich. Du musst hier wohl erstmal eine Barriere zwischen uns schaffen. Hast du Angst? Nicht, dass er mir auf den Schoß rutscht. Alter, ich habe immer noch. Also, Respekt an jeden LKW-Fahrer, der sich mit diesen Ketten auseinandersetzt und das alles macht und tut da, ne? Vier so Ketten spannen. Ich meine, es ist kalt draußen, hast eine dicke Jacke an und dann ist warm und dann ist heiß und. Ach, naja. Aber, wie wir sehen, hinten, riskieren wir einen Blick. Fendt 824. Ja. Haben wir nicht gekauft. Haben wir nicht gekauft. Haben wir nicht gekauft. Weil, Fakt ist, wir brauchen keinen Trecker kaufen. Wir haben reichlich Trecker. Aber wir haben ja Bock, unsere Trecker besser zu machen, schöner zu machen, moderner, flexibler,
und besser ausgestattet. Und hier kann man sehen, vorne haben wir ja zum Glück neu, da ist so ein kleiner gelber verranzter Topf dran. Aber dahinter verbirgt sich Frontzapfwelle. Und zwar ja noch eingebaut. Das heißt also, mit allen Komponenten, die man so braucht. Weil an so einer Frontzapfwelle für so einen 800er, da sind reichlich Komponenten dran, reichlich. Und wenn man die umstricken will und irgendjemand anders würde, da will ich niemanden, also da kannst du auch, brauchst du auch keinen Schutz für nehmen, weil das ist eine komplexe Aufgabe. Da ist die Frontzapfwelle, da muss die ganze Maske vorne getauscht werden. Das, was man selber in seinem Trecker hat, muss an diesen Trecker dann nachher wieder ran. Dann muss ein kompletter Kabelbaum von quasi Motorkabelbaum, das ist ein Kabelbaum für Frontzapfwelle und Front-EHR, der muss reingestrickt werden, von hinten nach vorne. Dann gibt es einen Kabinenkabelbaum, der muss umgestrickt werden. Und dann gibt es ein Steuergerät in der Kabine, das muss natürlich auch umgestrickt werden. Und wenn das alles umgestrickt ist, dann muss man dem Trecker noch sagen, hey, ich weiß nicht, ob du es schon gemerkt hast, aber du hast jetzt eine Frontzapfwelle. Das musst du auch noch machen. Und dann ist an dieser Frontzapfwelle noch so ein kleiner Defekt, aber das werden wir sehen, was wir da tauschen müssen oder hin und her. Aber wenn man erstmal das Gros umgebaut hat, dann hat man ja schon mal das Gros umgebaut und dann kann man immer noch mal gucken. Und das Gros umbauen, das dauert. Also da kann man gut ein bisschen Zeit für einplanen. Muss man auch, weil man das vernünftig machen muss. Ja, also da haben wir ein paar Tage gut von. Der Trecker soll ja auch wieder zurück. Das ist ja jetzt nur so eine Umbauleihgabe. Und ja, da schauen wir mal, was wir daraus machen. Wir fahren jetzt erstmal schön nach Hause. Ja, wie funktioniert so ein Müller Mitteltal Profi? Ich muss hier selber, also ich hab's darauf. Steuergerät auf Druck. Können wir hoffen, dass das hält. Vorhin habe ich da was zwischengepackt. Denn ich muss Katharina uns helfen. Dann geht man nach hinten. Das ist schon alles sehr, sehr gut gelöst. Neu und gut ist ja sowieso immer gut, ne? So. Jetzt hat man hier ein Klavier und dann sagt man rechte Seite absenken und dann springt das Steuergerät raus. Magst du mal raufgehen und das Kreuzsteuergerät, das gelbe, nach hinten machen und halten? So, Katharina hält das Steuergerät, dann geht das auch alles. Erste Rampe, dann hier unten zweiter Hebel, zweite Rampe. Kann man schön sachte dosieren, das funktioniert richtig gut. Zack. Gut, das war's. Signal zum Ausmachen. Ja, ist auch erkannt. Dann noch die Rampen hier. Kann man, muss man nicht. Hier wurde gesagt, kann man, muss man nicht. Bei kann man, muss man nicht, muss man immer. Immer. So. Dann wollen wir hier mal runter stolzieren. Thank you.
So, jetzt wollen wir ihn mal hier reinfahren. Erstmal müssen wir... Ja, erstmal machen wir hier ein bisschen, ich denke mal, mit Handgas so ein bisschen Drehzahl, ne? Weiß gar nicht, müsste nachgucken, was hat so ein Trecker überhaupt? 700 irgendwas? 50 oder so? Jetzt müssen wir erstmal hier Luft pumpen. Weil ohne Luft geht natürlich die Bremse nicht lose, ist ganz klar. Und so ein Trecker, diese 800er und Co., die gehen mit Luft aus. Und ja, eigentlich über den Schlüssel, eigentlich. Flitzi. Das geht wohl nicht mehr so richtig. Deswegen hat dieser hier so einen Hebel. Und wenn ich den umlege, passiert noch nichts. Und deswegen brauchen wir erstmal Luft. Dann geht er nämlich auch darüber aus. Und dann wird es gleich ein bisschen tricky, weil wir haben so ein bisschen gehemmte Kupplungsfunktion. Also man könnte auch sagen, keine Kupplung. Ja, also müssen wir ihn fahren, wie man das so machte. Früher, als es keine Kupplung gab. Doch, Kupplung gab es ja schon immer. Aber der eine oder andere, ja, so Zapfenkupplung, da war das auch mal so, ne? Wenn die über die normale Kupplung mit bedient war, da musste man sich auch schon überlegen, was man macht, ne? Ja, ich habe nämlich mit dem Kramer, habe ich mal Heu gewendet und da ist das keine Doppelkupplung, sondern eine Kupplung. Das heißt also, losfahren und hinten, dass der Kehrer angeht, ist so eine Nummer. Ne? Da muss man schon hier überlegen. Aber man kann denn sogar, wenn man drin ist, mit dem Gas und dann ratzt noch einen anderen Gang rein und weiter. So ein schöner Zweikreiselschwader, das war schon ganz geil. So, jetzt hat er hier abgepustet. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt machen wir ihn aus. Dann können wir ja leider keinen Gang einlegen. Ich mache euch hier mal so hin. Wo mache ich euch denn mal hin? Ich mache euch mal irgendwo hin. Hier. So. Normalerweise muss man ja jetzt hier, wenn man einen Gang einlegt, kann ich ihn ja nicht starten. Das geht auch nicht. So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt machen wir Starten. Und im Starten Gang reingesehen. Noch mal ein bisschen pumpen und dann kommt er auf. Ja, rückwärts ist nicht so seine Disziplin. Rückwärts macht er gar nicht so gerne. Und mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ah, ich habe hier mal eine andere Stufe eingeschaltet. Jetzt will er. So, jetzt rollen wir unseren. Achtung, ich fahre nicht mehr Trecker. Ah, mal in die Parklücke. Schön vorsichtig rein. Er muss ja da. Dämpfer sind nicht mehr so gut. Er muss ja so, dass wir da an die Zapfhelle rankommen. So, alles weg und da ist der Motorwagenheber, so ein China-Motorwagenheber. Jonas, er ist noch da, er steht halt nur bei mir. Grüße nach Hasewinkel zu Klaas. Was haben wir denn hier eigentlich? 0,5 Tonnen am langen Arm, 2 Tonnen am kurzen Arm. Ja, für so Sachen, ich muss nämlich mal gucken, ich bin mir nicht sicher, ob wir vielleicht in der Werkstatt drüben, wenn der Trecker so stehen bleibt, wie er stehen bleibt, dass wir das damit vielleicht anheben. Lieber schon mal erstmal parat stellen, wenn wir es nachher nicht brauchen, weil wir es vielleicht auf eine Palette stellen mit dem Hubwagen oder so, dann ist das eine andere Sache. Aber so steht das wenigstens schon mal parat. Das ist mit diesem Rumgeräume, ne? Man fragt sich ja immer, was hat man mal für Ziele im Leben? Wo will man mal hin? Ich habe eigentlich ein großes Ziel irgendwann mal irgendwie. Ich möchte gerne
Und das möchten vielleicht viele. Ich möchte es einfach schaffen, dass Dinge, die ich benutze, immer an einer Position stehen, an einer festen Position, wo ich sie nehmen kann, ohne was anderes wegzuräumen. Dann hast du es, glaube ich, geschafft. Also wenn du alles so stehen hast, dass du immer quasi wie so ein Buch immer aus dem Regal ziehen kannst und das da wieder reinstellen kannst. Ich glaube, dann hast du es geschafft. Denn sowas hier, das geht alles, aber das schockt ja nicht. Da ist, ja, weiß ich nicht. Tetris spielen ist anstrengend, ne? So, wenn man hier jetzt schon, ich meine, das wird vom Platz her nicht passen. Wir kriegen keine zwei großen Trecker nebeneinander. Es passt immer nur ein großer Trecker und der 106er oder großer Trecker und der Autoanhänger oder. Also irgendwie immer nur, man kann immer nur eins hier hinparken oder ein großes, ein kleines. Aber wenn das hier nachher so eine Art Werkstatt ist und das schön warm ist, ich glaube, das wird schon ganz cool. Das, ja. Dann hat man auch Bock. Also ich habe eh Bock, aber dann hat man ja noch mehr Bock. Ne? Dann kann man auch mal so größere Sachen hier drin machen. Es ist so, dass wir hatten den Aperion hier schon drin stehen. Man kann dann drum rumlaufen, was machen und die Türen schon mal zu haben. Dann hast du schon mal, dass das nicht so kalt ist und nicht zieht und auch nicht regnet natürlich. Und der Ladewagen passt auch rein. Man muss ein bisschen zirkeln, bis man hier drin ist. Aber man kann halt drinnen arbeiten. Und das ist ganz viel wert. Und es steht nicht im Weg. Und man kann es auch mal 3 Tage stehen lassen. Das ist noch viel mehr wert. Ne? Gut. Ich werde mal anfangen und werde mal die Frontmaske abnehmen. Mal gucken, was uns da so erwartet. So, guck an. Das erste Teil demontiert, was nachher an unser Träger kommt. Das ist die Umschaltung zwischen rechts, links. Also das Ding ist die Betätigung für die Umschaltung rechts, links und 540 oder 1000er. Ja, das sind dann immer so die Kleinigkeiten, ne? Also eine Schraube von dreien hat noch was gemacht, ne? Und so summiert sich das dann immer, wenn man so einen Träger hat und den aufbaut, ne? Viele denken dann immer, ach, wieso ist da nichts dran? Nee, da fängt das ja schon mit an. Das war jetzt noch mit einer Schraube so ein bisschen fest. So, wenn du jetzt hier eine Steckdose, da ein Käbelchen, hier nochmal eine Steckdose, da nochmal eine Kleinigkeit, dann summiert sich das eben, ne? Und deswegen, so einen Träger aufbauen, da ist hier für 5 Euro, ist das nicht gemacht. So, Frontmaske, hier werden wir uns jetzt noch den grünen Taster ausbauen. Den brauchen wir ja. Die Maske wollen wir natürlich nicht haben, die gehört zu diesem Träger. Und jetzt noch eine gute Beigeschmacksgeschichte bei der ganzen Geschichte. Der Träger hat ja eine Frontzapfelle und dafür brauche ich ja dieses Kabel hier, um über den Taster meine Frontzapfelle ein- und auszuschalten. Es ist so, wenn ich den Träger kaufe, entweder mit Frontzapfelle oder mit Front-EHR, habe ich immer den Kabelbaum komplett. Somit haben wir jetzt hier unsere beiden Taster, Kabel, die bis in die Kabine für die Front-EHR, für Heben und Senken sind, die haben wir da jetzt mit drin. Die können wir nachher schön missbrauchen, wenn wir uns ein Steuergerät nachrüsten, um die Front-EHR, die wir ja nicht haben, sondern die Front-Hydraulik, über ein extra elektrisches Steuergerät zu bedienen. Brauchen wir kein Kabel schmeißen, weil Kabel ist da. Ja, so sieht das aus. Ich mache das mal so ein bisschen sauber. Dann gucken wir mal. Ganz schön sauber ist es auch besser, ne? Jetzt kommen hier diese, kann man sehen, diese Seitenbleche ab. So, jetzt sehen wir hier, das ist einmal der Kabelbaum für die Beleuchtung, der verbleibt natürlich am Träger. Und dann kommt hier der zweite Kabelbaum angeflogen und dann habe ich hier schon den Stecker getrennt. Der wird hier, denke ich mal, noch den Unterschied irgendwie erkennen können. Das ist ja ein vierpoliger Stecker. Irgendwie Signal oder was oder Umschaltung zwischen den verschiedenen Zapfenarten? Gute Frage. Weiß ich gar nicht, weil der Drehzahlsensor für die Zapfwelle sitzt hier. Da sehen wir auch, der scheint vielleicht auch nicht mehr ganz so gut zu sein. Der steht nämlich voll mit, im schlimmsten Falle nur mit Wasser.
Gut, das ist ein Standardsensor. So, jetzt geht der, weil das ja da auch gleichzeitig eben hier der EHR-Kabelbaum ist, sind ja hier die beiden Knöpfe für Heben und Senken. Dann geht er hier rüber, denn hier drüben, da sitzt noch ein Stecker. Das müsste noch mehr sein. Müssen wir mal gucken, wo der ganz hingeht. Dann geht er noch hier runter. Das ist ja so eine richtige EHR ist das ja nicht. Das ist ja so eine vorgegaukelte Geschichte und die hat aber einen Höhensensor und alles. Und oder einen Lagesensor nennt man das, glaube ich. Ne? Ja, Lagesensor. Und der wird über das Endekabel hier verdrahtet. Das werden wir dann rausnehmen. Agulär. Ja, ich habe hier jetzt die Stecker abgemacht. Das sind die Magnetventile, von denen vielleicht eins kaputt ist. Einen habe ich markiert. Und jetzt müssen diese Leitungen ab. Die Hydraulikleitungen, die müssen natürlich auch nachher bei uns mit rein. Und im Grunde genommen, wenn die ab sind, ja, hier drüben liegt wie gesagt der Kabelbaum. Da der Kabelbaum für Beleuchtung, der wird nachher wieder zurückgeschwenkt. Und hier oben liegt der Kabelbaum der EHR und Frontzapfwelle bedient. Ja, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Ja, jetzt haben wir eigentlich so ziemlich fast, nicht, aber vieles ab. Jetzt muss ich noch mal einmal selber gucken. Hier sind jetzt noch eins, ja, schwer zu sehen, muss hier meine Lampe. Ja. Da hinten sind jetzt noch da oben 1, 2, 3 Schrauben. Da muss ich jetzt einmal bei mir im Ersatzteilplan nachgucken. Aber so wie das aussieht, gehen die alle drei da rein. Also müssen die drei los. Ja. Das ist ja nochmal ein Highlight. Ja, da ist man immer froh, dass man alle Sorten Schlüssel hat. Ne? Ich hab ja mal lange BGS-Schlüssel gekauft, mit denen bin ich halt sehr zufrieden. Die sind so geköpft. Das ist ja quasi eine andere Kröpfung als meinetwegen bei diesem WGB. Die ist ja schon ein bisschen geiler. Und dann habe ich hier jetzt einen Gedore-Schlüssel, weil ich da oben ja hin muss. Und mit dem komme ich drauf. Also man hat nie, nie zu viel Werkzeug. Nie. Aber das meine ich ernst. Soll ich nochmal sagen? Nie. So, 1, 2 und da oben 3, die sind jetzt raus. Die sind ja sozusagen, die kriegst du nicht raus, weil ja hier der Zylinder noch ist. Die werden einfach stumpf dann in den anderen Träger übernommen und dann ist das fertig. Ne? Weil die Zylinder hier, die wollen wir natürlich nicht ausbauen. Das wird ja nichts, das haben wir ja nun selber bei unserem gemerkt, dass das ein Akt ist, der Richtung und Möglichkeit geht. Also das kann man alles machen. Da kamen auch ein, zwei Anregungen. Vielen Dank dafür. Selbstgebaute Werkzeuge, die man hier zum Beispiel rüber machte, um dann da mit dem Klopfhammer, Wichshammer, was weiß ich, Werkzeug, dann den zu ziehen. Ne? Mein Bekannter meinte noch, auch keine schlechte Idee, Loch reinbohren und einen Schmiernippel setzen und dann mit Fett rausdrücken. Alles zusammen, sag ich mal, ne? Das vielleicht und dann mit Fett drücken und dann draußen mit dem Klopfhammer und allem drum und dran, dann geht das bestimmt. Aber ich glaube, das ist eine richtige, richtige anstrengende Geschichte, den Bolzen da rauszukriegen. Naja, wir wollen ihn ja nicht raushaben. Das ist der große Vorteil. Wir tauschen das 1:1, die komplette Nase runter, die andere Nase hier rauf, fertig. Das ist das Einfachste und da ist jedem mitgeholfen. Bevor wir das Ganze runternehmen können, müssen wir hier einmal den Deckel aufmachen. Ich glaube, dahinter befindet sich die Verbindung von der, hier vorne drin ist ja Getriebe und der ganze Quatsch. Und dahinter ist die Geschichte, da geht es dann weiter Richtung Kurbelwelle. Das ist natürlich auch verbunden und ich glaube nicht, dass es einfach so gesteckt ist. Deswegen Deckel ab und ich glaube, dahinter ist eine Imbusschraube. We'll be right back.
Siehste, wenn Öl rauskommt, ist doch schon immer gut. Dann war auch wenigstens was drin. So. Und da ganz hinten am Ende des Tunnels, kann man auf der Kamera auch gut sehen, ist diese Imbusschraube. Ich weiß zwar nicht, wie der Herrgott die da rauskriegen soll. Muss ich das wohl machen, wenn der das nicht macht. 100 km/h fahren, aber nur einen 80 km/h Anhänger haben. Da kann ich doch lieber 110 fahren und nur einen 80 km/h Anhänger haben. Dann lohnt sich das wenigstens, wenn sie aufschreiten. Ich hab alles drauf. Alles, Schmucki. Und ich schneide alles. Alles rein, alles. Da stehen zwei kleine Bagger. Kubota und Cut, glaube ich, waren das. Hier, guck mal, Landebahn, Autobahn. Der Kalte Krieg sorgt ja für alles und der hat hier fein für diese Landebahn gesorgt. Zack, zack, zack. Hier werden die Leitplanken ja nur so ausgeploppt und dann kann man hier ja starten und landen. Und dann gibt das hier überall so, ja, dann gibt es hier oben, glaube ich, gleich, hier ist ja Parkplatz, wie heißt er denn überhaupt? Lottorf, siehst du, Parkplatz Lottorf. Das ist hier im Grunde genommen für die Landebahn nachher die Base. Da sollten die Flugzeuge dann stehen. Und dann gibt es hier nämlich überall so Bunkeranlagen. Da fahren wir jetzt hin. Hast du einen Reifen gekauft? Nein! Möchtest du raus? Kommen Sie raus. So, siehste, jetzt haben wir doch einen Reifen, ne? André, an dich und deine Crew, ne? Vielen lieben Dank. Auch für die netten Gespräche. Das war doch mal cool. Schnell noch mal auf den Sonntag einen Reifen geholt. Und hoffen wir mal, dass wir den irgendwie die Tage umgezogen kriegen. Ja, und dann haben wir wenigstens vier Räder für den Achter. Zögert sich ja leider noch ein bisschen heraus, weil ja diese Frontzapfelle erst fertig muss. Wie gesagt, das wird jetzt auch so ein bisschen Frontzapfellenlastig, aber das muss ja fertig, weil das soll ja wieder zurück. Und von daher, ja, kriegen wir das aber auch irgendwie hin. Genau, wir trudeln jetzt diesen Reifen da noch rein. Und dann machen wir noch ein bisschen mehr. Geht ja nicht anders. Auf jeden Fall soll es dann das auch zu diesem Video gewesen sein. Warum streckst du mir denn die Zunge raus? Nur weil du hinter der Kamera bist, heißt das ja nicht, dass ich das auch nach vorne bringen kann. Ja, Pech gehabt. Jetzt muss ich hier schon mitgehen. Kannst du nicht mehr halten, ne? Genau, das soll es dann auch zu diesem Video gewesen sein. Ich hatte ein paar in den Kommentaren gelesen, wir gucken mal, beim nächsten Video werde ich nochmal auf diese Egos-Schiene eingehen, die auch original bei Fendt drauf ist. Ich habe da einen Link reingeballert, ich habe das oben kopiert, direkt den Artikel, weil es gibt verschiedene Größen. Und das habe ich kopiert und da unten reingemacht, aber die haben das irgendwie umgewandelt. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Wir werden direkt an den PC ins Netz gehen und dann zeige ich euch nochmal diese Schiene, die da wie gesagt auch original bei Fendt verbaut ist. Und dann kriegen wir das nämlich auch noch hin. Genau, das hatte ich noch auf dem Zettel.
Das hatte ich jetzt so aus den Kommentaren rausgelesen. Das werden wir nochmal machen. Genau, das soll es also zu diesem Video gewesen sein. Jetzt haben wir es. Nächste Mal, das dritte Mal ungefähr. Wenn es euch gefallen hat, hier, lasst gerne einen Daumen da und einen Kommentar. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dürft ihr auch gerne abonnieren. Da freuen wir uns natürlich auch riesig drauf. Und dann sagen wir vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.